Moin miteinander und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von mir oder von uns, dir, Jenkos, mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute mal wieder zurück bei Dayscan. Im Hintergrund diese dramatische, wunderschöne Melodie oder Lied. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich rein. Okay, da sind wir angekommen bei Wizard Island, bei dem Camp hier. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir ja mit unserer Frau gesprochen. Trifft dich mit den Condelgreite, oder wie ausgesprochen wird, keine Ahnung. Ja, mit denen sollen wir uns jetzt treffen. Da müssen wir auch erstmal hinlatschen. Also, ist er, wohnt er da oben oder wo muss ich hin? Ach, ich meine, das kann ja was werden. Okay, gut, dann laufen wir erstmal nach hoch. Ich hoffe, das ist alles richtig, der Weg hier. Man hofft es. Man weiß es aber nie. Man weiß es nie. Wir müssen auf alle Fälle noch höher. Höher, höher, höher. Okay, gut, Freunde. Will ich euch nicht weiter langweilen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da oben angekommen bin. Bis gleich. So, nach 30 Minuten geführt im Kreis laufen, sind wir angekommen hier oben. Ziemlich hier oben auf dem höchsten Punkt hier. Also wirklich meine Fresse. Mal gucken, was der Colonel von uns möchte. Der schlürft erstmal seinen Tee oder seinen Kaffee. Corporal St. John, richtig? Ja, Sir. Rein. Ich trinke gerade einen Tee. Kräuter. Ein Geschenk von Lieutenant Whittaker. Möchten Sie probieren? Er ist sehr gut für die Verdauung. Nein, Sir. Danke, Sir. Ich war nur auf der Suche nach dem Dienstplan. Ich habe einen Auftrag für Sie. Männer, Corporal. Nicht, dass Sie diesen Namen noch verdienen. Sie haben eine von uns. Lieutenant Justin Norwood. Gute Offizierin. Und Sie haben sie, also... Ja, ich bringe sie zurück, Sir. Mit Männern wie Ihnen erobern wir die Welt zurück. Wegtreten. Okay, also das Camperleben hat mir eindeutig besser gefallen. Okay, Mission abgeschlossen. Wir werden die Welt zurückerobern. 42% fortfahren. Wizard Island. 1500 Vertrauenspunkte. Okay. Bin ein guter Soldat. 93%. Ziel. Wenn ich der Miliz beitreten muss, um herauszufinden, was hier los ist, werde ich es tun. Okay. Gut, so. Neuer Job freigeschalten. Wo? Ah. Okay, es ist irgendwie eine Job freigeschalten. Also, ich soll sie jetzt holen oder irgendwie so? Keine Ahnung. Okay, da ist ein Job. Schütze für die Schwachen. Die Hoffnung irgendwie aufnehmen. Begib dich zu das Gebiet nördlich von Chemung. Okay. Dann, rein zu, genau die Länder sichtbar machen. Setzen, ja, das brauche ich ja nicht. Okay, so, und hier oben ist auch noch eine Mission. Lass den Scheiß vor der Tür. Gib dich zum Los Beacon. Okay. Aha, okay. Gut, wir haben ja noch ein paar Missionen, also zwei Stück auf alle Fälle. Dann würde ich sagen, gut, wir werden erstmal hierher gehen und machen dann erstmal die Mission, die Hoffnung nie aufgeben. Gut, dann markiere ich. Und dann renne ich zu meinem Bike. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. St. John! Corporal St. John! Sperr mal die Ohren auf! Hey, so funktioniert dieses Ding? Das Funkgerät geht nicht mal. Taylor, ja, das Ding funktioniert. Was gibt's? Deacon St. John! Hey, ich meine, tja, nichts. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Habt ihr seit der Vereinigung nicht gesehen? Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Was? Hey, was zum Teufel? Bist du angeteilt? Ich bin in der Infanterie oder so. Ich brenne Nester nieder und fälle Bäume. Was halt. Also Mann, sorry. Was machst du? Naja, ich fahre da raus in die Außenwelt, suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Oh, Scheiße, davon habe ich gehört. Ja, ja, die bauen Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne? Fackeln die Freaks ab, oder?
Ja, hör zu, Taylor, ich muss los. Na schon, ey. Hey, hör zu, ich hab Zweifel an der ganzen Sache. Außerdem den ganzen Militärscheiß, weißt du? Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Noch ein Mirror-Lager. Mal sehen, was sich in der MMA so verbirgt. Okay, gut, da vorne war schon mal ein Mirror-Lager. Ich komm später zurück und... Das ist schon mal gut und dieser Taylor gibt mir jetzt schon tierisch auf den Sack hier, Alter. Ihr könnt mich überfallen und kommt damit davon. Oh, oh. Lederhosen sind Sniper-Elite-Einheiten, keine Ahnung. Ich komme ja immer noch nicht so drauf klar hier in diesem neuen Gebiet, wo wir hier sind. Ist mir alles noch ein bisschen neu. Wir werden das ja natürlich nach und nach vorarbeiten. Aber die Nester sind ja auch noch. Warum kriegt der Bieterwagen? Interessant. Und die Farben. Die Wölfe überall hier. Also hier ist es schon mal ganz anders. Aber es ist machbar. Okay, hier ist sein. Okay. Gut, wir sind angekommen. So, diesen Sprengung. Und jetzt werden wir nach der alten suchen, oder wie? Eine Facility. Colonel, Corporal St. John mache Meldung. Ich bin an Lieutenant Norwoods letztem Standort. Scheint ziemlich gut gesichert zu sein, Sir. Soll ich das wirklich alleine machen? Sie haben Ihre Befehle, Corporal. Garrett Ende. Ja, Sir. Mieser Ficker. Das sind Männer! Wow! Alter, was geht denn jetzt hier alles ab? Irgendwie höre ich noch Zombie, whatever, Alter. Wo? So, dann nochmal. Guck mal. Wir haben erwischt! Er hat mich! Gut. Nochmal Ruhe zu, haben wir auch. Wow. Du Mollys müsstest du schon mal treffen, ne? Und wund schwierig, so. Jetzt wirst du brennen. Okay, dann noch einen. Wow. Aha, da. Da ist er. Der blöde Zombie. Meine Fresse, Alter. Ja, wie kriegen wir den denn da oben jetzt weg hier, aber? Okay, wo ist denn der? Ein Schild, ja. Verbrenne! Ja, da hin doch. Da oben. Okay, jo. So, da oben. Jetzt wirst du brennen. Verhetschert. Dann kriegen wir schon hin. Meine scheiß Mannis, könnt ihr euch sonst wohin stecken? Mann, Alter. Komm. Darf ich die Alte jetzt nicht mehr treffen? So, machen wir. So. Alter, wie viele Mollys wollt ihr eigentlich noch werfen? Die haben ja schon Panzerwesten und ganzen Gedöns hier schon anders hier. Hey Arschloch, wir sehen dich! Jo, das sehe ich auch. Ja, Blödsäcker. So. Wir looten mal natürlich ein bisschen. Ein bisschen Flippen-Muni. Ja, jetzt habe ich dich. Haben wir. Wir haben dich erwischt! Los!
Okay, und so. Gut, so. Okay, Hammer. Nachladen. So, allerdings noch mehr. Okay, da ist einer. Da ist auch noch einer. Okay, sind noch die zwei, die ich gerade aktuell sehe. Aua. Sind Sie hier? Okay. Ist das Turm? Okay, Moment, ich komme. Tätig. Bam. Easy. Ja, lauf. Ja, richtig. Erste blöde Kuh, Alter. So, hier auch mal ein bisschen Munitionskiste. Natürlich sehr gut. Da haben wir noch gleich nach. La. Ne, falsche Taste. Kuh war das. Meine Fresse. So. R nachladen. So, da ist er. Looten wir auch nochmal hier. Zack. So. Hey, Moment, ich komme. Wie zum Teufel geht's Ihnen, Lieutenant? St. John. Wie uns einfach kennt. Ich dachte, das war's. Ach ja? Tja, ein guter Freund sagte mir mal, gib die Hoffnung nie auf. Denn sonst kannst du dir genauso gut den Strick nehmen. Ich werde bei meinem nächsten Hinterhalt bestimmt dran denken. Alles okay? Okay, also, das Camp ist gesäubert und Ihr Bike noch heil. Also, schaffen Sie es alleine zurück, ha? Ja, das schaffe ich. Danke, St. John. Na klar, dann fahren Sie. Los! Okay, sehr schön. So, Mission abgeschlossen. Die Hoffnung nie aufgeben. 71%. Visit Island. Wieder 1800 Vertrauenspunkte. Sind bald Stufe 1. Sehr schön. Schütze die Schwächsten. 20%. Okidoki. So, kehre zum Doom und rede mit dem Krokrim. Okay. Was ist das jetzt hier? Kleines Rohr. Interessant. Okay, gut, da oben war jetzt noch ein Basie, den brauchen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, dann natürlich auch noch die Munitionskiste mit, keine Frage. Tun wir nachladen hier. Und looten natürlich nochmal durch. Können wir, haben wir irgendwelche Sachen, die wir herstellen können? Rohrbomben herstellen. Können wir, perfekt. Zwar nur eine, aber besser als gar keine. So. Haben wir schon hergestellt. So, hier unten, zack, können wir auch nicht, doch hier. Reaktor können wir herstellen, genau, eine Perfektion ist hier. Und Fallen haben wir auch nicht eingeschaltet. Okay. So, okay, hier ist noch hoffenweise Gedöns, was wir mitnehmen können. Hier ist noch Munition überall. Hier haben wir nochmal Minuten, nochmal dreimal Schrott. Auch noch looten, noch ein Lappen, den können wir auch noch looten. Hier ist schon mehr Viecher, Alter. Gibt's auch Bauernick hier. Okay, gut. Wir jumpen so schnell wie es geht durch. Zurück zu unserem Bike. Looten den hier natürlich noch. So. Und danach würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Mission bei den Kruki wieder. Bis gleich. Colonel, Sir, mache Meldung. Es, Scheiße, das war nicht leicht, aber ich hab sie. Lieutenant Norwood ist frei. Gute Arbeit, Corporal. Ich schicke eine Patrouille aus. Sie sagte, dass sie es allein schafft. Ich erkundige mich später noch einmal nach ihr. St. John Andrew. Okidoki. So. Ich glaube, da vorne ist noch dieser New Punkt. Den würde ich gerne räumen wollen. St. John! Corporal St. John! Sperr mal die Ohren auf! Ey, was soll... Funktioniert dieses Ding? Das Funkgerät geht nicht mal. Taylor, ja, das Ding funktioniert. Was gibt's? Deacon St. John! Hey, ich meine, tja, nichts. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Habt ihr seit der Vereinigung nicht gesehen?
Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Was? Hey, was zum Teufel? Wo bist du angeteilt? Ich bin in der Infanterie oder so. Ich brenne Nester nieder und fälle Bäume. Sowas halt. Also Mann, sorry. Was machst du? Naja, ich fahr da raus in die Außenwelt, suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Oh, scheiße, davon habe ich gehört. Ja, ja, die bauen Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne? Fackeln die Freaks ab, oder? Ja, hör zu, Taylor, ich muss los. Na schön, hey. Hey, hör zu, ich hab Zweifel an der ganzen Sache. Außerdem den ganzen Militärscheiß, weißt du? Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen. Ich muss los. St. John Ende. Okay, gut. Bin hier jetzt schon dabei, fleißig die ganzen Mikro- oder Makrofone, wie man die hier nennt. Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Alter, ey, wenn du mir jetzt weiter auf den Sack gehst, du so Alter, ey, ist ja wirklich nervig, ja. Alter. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Nein, das ist ja wirklich. Taylor, ich hab grad zu tun, also. Tut mir leid, Mann. Also, was müssen wir machen jetzt hier? Angeblich gelangen Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nichts. Warum? Nein, ich auch nicht, nein. Es ist nur einer von den neuen Rekruten und sich verdächtig verhalten. Fährt ständig ins Camp und wieder raus. Ich folge ihm, was ihm das erfordert. Verdammt, Taylor, hör mir zu. Geh einfach zu Corey, der kümmert sich darum. Hast du verstanden? Klar, schon gut. Ja, okay, Sir. St. John, wir hören uns später. Okay, Ende. Jo, halt die Fresse. Was zum Teufel treibst du da? Okay, gut. Wir gucken uns das erstmal hier um. Was war jetzt hier erledigen müssen? Das war hier reinkommen. Und Strom bekommen. Dann haben wir jetzt ein Zeug hier, was wir mal looten können. Ja, auch alles wichtig und richtig. Allerdings suche ich Benzin und diesen komischen. Was denn hier? Einfach eine Kreissäge, Digga? Na klar. Sägeblatt. Colonel, Sir, ist Lieutenant Norwood gut angekommen? Corporal, ich lese gerade Ihren Bericht. Sie gibt an, dass Sie ein ganzes Drifter-Camp allein ausgelöscht haben? Tja, ich konnte Sie ja schlecht im Stich lassen, Sir. Sehr gut, Corporal. Captain Curry hat Sie zur Beförderung vorgeschlagen. Ich verstehe langsam, warum. Okay, alles klar. Wie zum Fick komme ich jetzt hier rein? Oh, Digga, jetzt geht mir hier der scheiß Kaufmann auf den Sack mit seinem Radio Free Oregon. Wo ist denn jetzt hier? Hier, mit Kraft können wir es überspringen, Digga. Kopf, einfach einmal. Okay. So, ja, jetzt bin ich immer noch auf der Suche hier, wie wir hier reinkommen. Ich habe das jetzt den okayen Dings hier gefunden, was auch immer. Oder Sprit oder was auch immer. Wir können mal da hinten versuchen. Ich glaube, da können wir rüberklettern über den Zaun. Können wir ja mal versuchen. Ob wir hier hinten irgendwas haben. Ich bezweifle es, war da unbezielte tote Krüger hier. Wie komme ich jetzt aber da rein? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Nicht mal irgendeine Andeutung. Wie ach, doch hier. Ah, okay. Benzin. Benzin habe ich vorhin gesehen. Und zwar da drinnen. Allerdings muss ich da drinnen noch die Nester ausräuchern. Kann da was werden. Oder vielleicht brauche ich die gar nicht ausräuchern. Vielleicht kriege ich ja so Benzin. Guck, wo hier waren das. Oh, ich hasse so eine Tonne Dinger. Wirklich, ich hasse es. Aber so ist es. So ist es. Räumen Sie die drei Nester. Na, machen wir es mal. Irgendwo war hier Benzinkanister. Irgendwo. Finden den schon. So. Da
War ich aber weit am Anfang hier irgendwo? Irgendwo lag hier, ja. Oh nein, 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 nein. Mach wechseln, Digga. Alter, 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 Alter. Digga. Alter, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Was sind das denn hier für Drecksviecher, Alter? Diese schreien etwas. Himmelarsch und Zwirken, du, Alter. Okay, gut. Benzinkanister gefunden. Digga, sprinte jetzt hier durch, Alter. Wenn ich jetzt nochmal so ein Vieh hier finde, Alter, dann... Alter, Junge, wirklich, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ekelhaftes Gefühl. Ekelhaftes Gefühl. Okay, gut. So, vorne ist der Ausgang. Ich glaube, ich werde den Punkt dann auch gleich auf Ausdauer machen. Bin ich mir sicher, dass ich hier mehr rennen kann. Leben ist uninteressant. Wenn ich genug Minikits habe, klappt das mit denen ganz gut. Aber Ausdauer, wir brauchen Ausdauer, Leute. Okay, dann können wir auch gleich das Bike mit auftanken. Das ist ganz gut, weil wir müssen noch zu diesem Curry fahren, zu Captain Curry. Das dauert natürlich auch. Ja, so ein paar Kilometer, 1,4 Kilometer. So. Und dann wird es hoffentlich. So, gut. Als allererstes erstmal das Bike auftanken. Genau, die gutes Timing. Immer gutes Timing. So, die ganzen Dinger hier habe ich ja alle abgeschossen hier. Dann dürfte eigentlich nicht kommen. Aha, also unser Miro-Gedöns. Wo war jetzt der Schwunggenerator nochmal? Ich glaube, der war da hinten. In der Ecke. Irgendwo da hinten. Ganz schön versteckt sind wahrscheinlich die Teile, muss man mal sagen. So. Mit F. So. Danke auf die Kacke. Also die neuen Punkte sind auch echt überall. Ich staune, dass O'Brien sich bis jetzt noch nicht gemeldet hat. So, bitte. Grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Grünes Licht ist immer gut. Gut. Also, mal sehen. So, und einmal ein Neuroinjektor. Genau das, was ich brauche. Ja. So, allerdings Konzentration habe ich noch nie gemacht, aber Digga, definitiv Ausdauer. Wir brauchen viel mehr Ausdauer. So, spritzen wir uns immer rein hier. So, Mission abgeschlossen. Oh Gott, Vulkan Ken Larry Nero Kontrollpunkt. Aha. Okay, 82%. Okay. Wizard Island, wieder 700 Vertrauenspunkte dazu. Sehr schön. Das Ende der Welt. Ziel, du musst alle Informationen wie möglich sammeln und herausfinden, was hier draußen passiert ist. Alles im Bach untergeht. Steroide, sind das Steroide? Außer plus 25%, das ist sehr schön. Ja, wisst ihr, hier haben wir eigentlich noch ein paar Fähigkeitspunkte zu vergeben. Oh, Tatsache, 3 Stück. Okay, wie viele haben wir denn jetzt hier schon? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 5, oder? Überleben haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Okay, gut, dann werden wir erstmal bei der Fernkampfwaffe weitermachen. Wir haben hier reduziert die Abklingzeit der Konzentration, verbessert die sofortige Erholung und Wirksamdauer eines Konzentrationscocktails, reduziere den Rückstoß von Fernkampfwaffen erheblich, erhöhte den verursachten Schaden der Armbrustbolzen erheben. Ich würde sagen, wir reduzieren den Rückstoß der Fernkampfwaffen erheblich. Das werden wir auf alle Fälle machen. Halte die rechte Maustaste gedrückt und tippe die linke Maustaste an, um die Fernkampfwaffen abzufeuern. Der Rückstoß von Fernkampfwaffen ist weiter verringert. Okay. Fertigkeitsstufe Punkt 4. Ja. Sehr schön. Überleben werden wir auch machen. Ja, einmal erhöhe die Reichweite der Überlebensansicht. Die Fähigkeit beim Sammeln doppelt so viele Pflanzen zu erlangen. Eine höhere Menge an Fleisch, die du von Tieren gewinnst. Hebt das Überlebenssicht Gegner hervor. Okay. Ich würde sagen, erhöht die Reichweite von Überlebensansicht. Das werden wir mal machen. Genau, verbesserte Überlebensansicht Reichweite. Deine Überlebensansicht Reichweite ist jetzt höher. Drücke die
Maustaste rein, um die Überlebensansicht zu aktivieren. Okay, auch hier haben wir vielleicht eine Stufe 4. So, Endpunkt haben wir noch, den werden wir bei Fernkampf, bei Nahkampfwaffen wieder machen. Und da haben wir einmal die Fähigkeit, dich durch schnellere Rollen zu erholen, wenn du niedergeschlagen wurdest. Die Fähigkeit beim Springen, einen normalen Menschen, Gegner oder Schwärm mit einer Nahkampfwaffe zu betäuben. Verleihe Nahkampfwaffen die Chance auf kritische Eliminierung bei Mensch, Schwärme oder Krabblern. Reduziere deinen Ausdauerverbrauch beim Rollen erheblich. Die Fähigkeit, schwächere Gegner durch Treffer mit einem Stein zu betäuben. Erhole den Schaden, den du mit hergestellten und gefundenen Nahkampfwaffen machst. Also ich würde schon sagen, ich finde es gar nicht mal so schlecht hier, reduziert deine Ausdauerverbrauch beim Rollen erheblich, das würde ich mal sagen. Okay. Drücke zum Abrollen Leertaste und halte dabei WASD in den beliebigen Richtung gedrückt. Rollen verbraucht jetzt weniger Ausdauer. Das ist auch schon mal sehr schön. So. Okay. Perfekt. So. Haben wir mal Munitionskiste. Auf und gehen wir da drüben noch mal schnell rein und gucken, ob wir da drüben, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt da drüben auch noch mal einen Injektor holen können. Und ein bisschen Zeug zum Lügen. So. Was müssen wir denn tun? Scheiße! Reinkommen oder auch nicht? Doch. Scheiße! Mach doch mal auf die Scheißputze hier. So, mein Injektor? Nee, ne? Aber hier gibt es wahrscheinlich so ein Hörspiel wieder, ne? Ja. Ach, ein Mikrorekorder. Hallo. Okay. Ja. Ich kann nicht sehen. Gut, den lassen wir was denn hier? Ich würde sagen, ich fahre jetzt endlich mal zur nächsten Stunde und wir sehen uns dann gleich wieder. So, und wir sind angekommen. Hey, er ist bei Curry's Einheit. Oh, Curry. Kurz gucken, wo der ist. Über den finden. Irgendwo hier. So. Aha. Hier. Das ist Corporal. Gut. Ich brauche Ihre einzigartigen Fähigkeiten. Ach du Scheiße. Na klar. Ja, Sir. Erinnern Sie sich an Vasquez? Der Fahnenflüchtige. Ja, wir verfolgten ihn zu diesem Holzfällerlager. Ich erinnere mich. Tja, dieser Mann, Sergeant Lee Anderson, war sein Partner. Er sollte verhaftet werden, tötete aber eine Wache und floh. Oh, toller Ehrenkodex bei Ihren Männern. Unseren Männern. Sie gehören jetzt zu uns. Wissen Sie noch, ich habe seinen letzten Standort auf Ihrer Karte markiert. Und wie Vasquez ist er nicht allein. Großartig. Okay, machen Sie den Kopfgeld ausfindig. Okay. Dann machen wir das doch mal. Und zwar sehen wir uns dann gleich wieder da. Scharfschützen hinterhalt, verdammt. Mann, Alter, ey. Aua! Stirb doch! Wir haben einen verloren! Als ob, Digga. Ja, große Klasse, Digga. Wirklich große Klasse. Ich konnte viel machen. Und zwar gar nicht. Meine Fresse, ey, diese Scharfschützen hier, die sind so schlimm. Gut. Gut, dann fahre ich mal wieder hin. Bis gleich. Mann, Alter, hier ist wieder so eine scheiß Falle hier, Alter. Erstmal Medikit nehmen hier. Ja. Alter, der ist einfach explodiert, na klar. Okay. Gut. Tot. Warum ist denn explodiert, Digga? Was ging denn bei denen falsch? Gut, so. Motorrad reparieren. Auch noch das. Ich glaube, wir haben nur genug Schrott einstecken. Aber ja, aber. Shit. Perfekto. Okay. So. Und dann sehen wir uns. Gleich wieder. Captain Curry, ich bin an Sergeant Andersons letzten Standort. Okay, Anderson.
kann's ja jetzt losgehen. Okay, so. Muss hier irgendwo sein. Da sind wir. Dann gucken wir uns mal natürlich mal hier durch. Hier ist ein... was auch immer. Spüren Sie das Ding auch wieder. So, gut. Okay. Was müden? So, aha. Okay. Was ist hier? Ein Bär? Sieht aus wie ein Bär. Oh Mist. Wölfe. Ach, Wölfe. Wolf. Wolf. So. Wahrscheinlich hier drinnen. Durch. Dann da draußen. Durch. Okay, hier ist schon was anderes. Mich verarschen doch da hinten in der Ecke, oder nicht? Ging doch hier lang die Spur, oder nicht? Aber wenn ihr völlig im falschen Film hier ein paar Pfefferlinge. Das ist eine Tankstelle. Okay, gut, ich glaube, wir sind wirklich falsch. Wir laufen doch nochmal zurück. Ach, da hinten irgendwie, da hinten im Radius jetzt hier. Wir sind im Suchgebiet. Okay. Okay. Schauen wir uns mal um. Aha. Was zum Teufel? Da ist jemand tot. Hier sind wir auch noch schon wieder irgendwann tot. Da kommen wir so ein bisschen vor wie bei Outlast jetzt mit einer Hintergrund-Sound-Melodie. Oh, das sieht ja, komisch an. Okay. Benzin. Noch mehr Benzin. Aber wir suchen nach Hinweisen. So. Um halber Leichenwagen hier, der ist. Aha. Aha. Gut, 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 gut. Kommen wir hier rein. So, wie sieht's hier drin aus? Machen wir so ein Rohr. Machen wir Schrott hier, nehmen wir auch nochmal mit. Aber haben immer noch keinen neuen Hinweis. Vielleicht hier drin im Haus, wo vorher schon die Spuren waren. Basie und irgendwas anderes. Auch hier sind keine neuen Spuren. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir brauchen Spuren. Aha, doch, da ist auch ein Bike. Meine Fresse. Anderson gepackt. Soll ich jetzt an meine Beute kommen? Aber jetzt müssen wir hier lang. Sind wir jetzt hier im... Nee, jetzt waren wir ja schon. Und jetzt? Ach, da hinten irgendwo. Okay, da hinten ist nochmal ein Punkt, wo es weitergeht. So. Ach, warten müssen wir. Nein. So, ja, nein. Wie? In die Höhle. Das ist ja verarschen. So einem Namen kann ja nichts schief gehen, oder? Straßenräuber. Hier sind die Alter! Junge, hab ich mich erschrocken. Junge, warum bin ich denn heute so schreckhaft, Alter? Ich muss in diese Höhle. Ah, Weedy. Stör. Ah, die können wir ja, diese Straßenviecher können wir ja nicht ausrottern. Okay. Hier rein. Überall Blutspuren hier. Digga, warum ich jetzt in irgendeine scheiß Höhle rein muss, Digga. Wo hier die ganze Zeit so eine blöden Dinger hier rumlauern. Ich höre die schon, du. Schnüffeln kann ich so auch. Ja. Da hinten. Da. Okay. Komm, wir schleichen uns von hinten an. Ja. 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 Ja, yeah. Und heilen. Ganz schnell heilen. Okay. Chill. Bam, komm, stopp.
Ich habe so Gänsehaut irgendwie heute am ganzen Körper, Alter. Gar kein Bock, Digga. Gar kein Bock. So, okay. Okay, dann geh und nachladen, bitte. So, hier haben wir noch irgendwas zum Nachforschen. Stirb doch mal, du Mistvieh, Alter! Mann, ich bin keine Medikits mehr, Digga. Na doch, gut, wir haben noch genug. Okay, doch haben wir. Gut, und wir looten erstmal weiter. Was haben wir hier? Da war die Bierflasche. Hier ist auch noch was Schönes. Oh, oh, oh! Also ist jetzt nochmal gut hier. Die Höhle der Wölfe, wirklich, Alter. Langsam ist ja auch mal gut. Beim Raten, 500 Viecher werden mir noch auf mich zukommen hier. Wo ist jetzt hier der nächste Hinweis? Ah, oh, noch einer. Gut, das Ding ist tot. So. Ja. Okay, gut, tot. So. Und liefern Sie den Todesbeweis ab. Okay, gut, das werden wir jetzt machen. Dann würde ich sagen. Nein. Oh, Leute, ernsthaft. Halt's Maul. Ist ja echt ernsthaft so ein Scheißbär, Digga. Wirklich, sowas brauche ich ja jetzt wirklich, Alter. Ach, wir hätten erstmal auch hier auf den Kanister schießen sollen. Ist die Frage der Frage, ist der Bär weg? Komm, liegen. Komm, wir laufen Umweg. Und rennen. Umweg und rennen. Ich hoffe, wir schaffen das bis zum Vorrat. Bitte. Sollten wir schaffen. Okay, Freunde. Gut. Dann würde ich sagen, setz den Cut, wenn irgendwas passieren sollte, noch irgendwas Dramatisches, werde ich mich natürlich melden. Bis gleich. So, hier haben wir den ganzen Schlenkerverkehr, sind wir angekommen. Gerade eben auch noch so ein blöder Wolf uns noch verfolgt. Ja, habe ich nur abgehangen. So, okay. Captain Cody. Ich bin's Team, ich bin da. So, okay. Captain, ich habe Ihren Mann gefunden, Anderson, und wie Sie sich dachten, er hatte sein Abzeichen noch. Ist tot. Naja, sagen wir mal, er hat sich mit einem Rudel Wölfe angelegt, bevor ich ihn aufgespürt habe. Ein passendes Ende für einen Mörder und Dieb. Ja, Sir. Danke, Corporal. Wegtreten. Gut, okay. So, wir können genau sprechen. 100% abgeschlossen. Diamond Lake. Haben wir 2750 Vertrauenspunkte bekommen. Sehr schön. Kopfgeld jeder, 53%. Sehr schön. Neue Fertigkeitspunkte. Ne, die müssen wir gleich gucken. So, wir hatten als letztes wieder bei Nahkampfwaffen, jetzt wollen wir bei Fernkampfwaffen weitermachen. So, wir haben jetzt hier neu. Du verbrauchst keine Konzentration mehr, wenn du deine Nahkampfwaffe nachlädst. Reduziere deine Nachladezeit für Fernkampfwaffen. Erhöhe die Präzision für Fernkampfwaffen. Also Nachladezeit, ganz wichtig. Das werden wir doch machen. Schnellere Nachladezeit gemeistert. Okay, tippe R an, um deine Fernkampfwaffe nachzuladen. Du kannst Fernkampfwaffen jetzt viel schneller nachladen. Das ist sehr toll. Wunderbar. Okay, Fähigkeitsstufe 21 schon. Okay. Aha. Okay. Gut, okay. Kein Job verfügbar, Diamond Lake. Aha. Okay. Captain Curry, ich würde sagen, wir werden erstmal. Ich werde mal gucken. Bei Leistung, Motorausführung, Stufe 2 erst. Ja, ich bin. Ausbruch. Erst angekommen. Wegen St. John. Die Tasche ist auch nicht. Sieh dich ruhig um. Ich habe alle möglichen Motorteile. Wir haben mehr Tank. Danke. Allerdings. Tankvolumen viel höher. Okay. Das werden wir machen. Wir haben zwar kein Geld, aber Tankweisung ist gut. Rahmen hätten wir auch einen neuen. Federung hätten wir auch eine neue. Lachgas hätten wir nicht.
Reifen hätten wir auch was Neues. Gabel hätten wir auch nichts Neues. Und Kühler hätten wir was Neues. Okay. Aber wir haben jetzt einen größeren Tank. Das ist schon mal sehr gut. So. Nachtanken mit R, wenn wir mal machen. So, Wattan. Und dann werden wir mal zum Händler, Vorräte und wir werden Maschinengewehr und Muni noch holen. Allgemein alles an Muni, die ist alles voll. Du machst deine Arbeit und wir werden gut miteinander auskommen. Jo, denke ich auch. So, hier haben wir noch Beutel, die wir abgeben können. Ich bin Rumi Ikeda. Rumi Ikeda. St. John, bist du die Beutehändlerin von hier? Ja, genau. Rumi Ikeda. Wiedersehen, Corporal. Okay. Mensch, die schreien hier rum. Meine Fresse. Gut, okay. Wir haben noch einen Tank für dabei. Und ich würde sagen, eine Mission werden wir definitiv noch machen. Und zwar haben wir ja nichts außer hier oben. Da war eine Mission. Lass den Scheiß vor der Tür. Begib dich zum Lost Cabin Mine. Gut, okay. Nebenmission ist das. Sei ein guter Soldat, das werden wir machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann da auch gleich wieder. Corporal St. John! Wait, Taylor, Deacon St. John. Oh, Taylor, ich höre doch ein Bike. Sag mir, dass du nicht da draußen bist und einen Drogenschmuggler suchst. Okay, okay. Dann sag ich's nicht. Ist aber so. Gott verdammt, Taylor! Du wirst dabei draufgehen. Nein, Mann. Hey, ein paar von denen sind in Highway hoch. Highway 97? Hey, es war. Nein, es war ja Tag. Bestes Wetter. Hab nicht einen Freak gesehen. Da ist eine Gruppe. Männer, die sind hoch zur Skihütte. Wusstest du überhaupt, dass hier eine Skihütte ist? Ich nicht. Taylor. Und die sieht wirklich toll aus. Sollte ich mich irgendwann absetzen? Lieutenant Weaver, sind Sie da? Ich bin bei der Mine. Gut, gut. Okay, Mann. Sieh dich da mal um. Im Bericht stand das von Erz-Test-Kits. So eines wirst du brauchen. Test-Kit. Verstanden. Zinnober ist rötlich, funkelt aber nicht. Es hat einen matten Glanz. Schwer zu übersehen. Teste das Erz. Der Reinheitsgrad muss mindestens 60% betragen. Verstanden. Test-Kit. Wo zum Teufel soll ich hier ein Erz-Test-Kit finden? Ach, einer. In einer der Hütten. Hier drin ist nichts. Aber ich kann sagen, dass Taylor, dem Bericht geht es gar nicht gut. Also irgendwie, ich weiß jetzt ja nicht, was er jetzt mit Drogenschmuggel machen will, aber naja. Okay, so, also hier drin ist schon mal irgendwie irgendwas, aber wir kommen ja glaube ich nicht rein. So wie es aussieht. Nee, kommen wir nicht. Und was sollen wir jetzt hier machen? Der Ding abfackeln und aufsprengen oder was? Nee, geht nicht. Was machen wir denn damit? Also wir hätten einen Mali zur Auswahl. Oh gut, ich brenne selber. Ich brenne. Das funktioniert nicht. Wir könnten vielleicht eine Rohrbombe reinschmeißen. Jo, da gab es ein großes Feuer, ist irgendwas offen. Ah, ich glaube, wir müssen hier zwischendurch schleichen, allerdings brennt alles. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon Feuer und das war, ob das schon Feuer machen hätte können. So, okay, Munitionskisten überall. Und hier ist so ein Aktenkoffer. Na komm. Na, also, ein Erztestkit. Ja. Yeah. Was ist das jetzt? Für Ärzte oder was ist das? Verstehe ich nicht. Betritt die Mine. Okay. Ja, jetzt nicht so Bock drauf, bin ich ja nicht, aber machen wir mal. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal in die Mine rein. Hier. Wir müssen dir das Auto wegschieben. So, ich wähle schon mal meine Waffe aus.
Gehen mal hier rein. Und da mal gucken, was hier abgeht. Okay. Okay, okay. Wie war das? Rötlich, matter Glanz. Zinnober. Ja. Na los, Erz. Zeig mir, wie rein du bist. Yes, das geht. Okay, checkt zwar gerade gar nicht. Ach nö. Digga, auf sowas habe ich genau gerade gar keine Lust. Ach nee, Digga. Ernsthaft? Okay, oder nachladen. Okay. Also geht die große Scheiße hier mal wieder. Man kennt es eigentlich anders. Aber noch eine Dose, Benzin. Ah. Kann man wahrscheinlich da gleich ein. Genau. Ja, zum Laufen bekommen. Da kommt alle her. Bin bereit. Ja, das war der letzte. Also, mal sehen, ob die Pumpe läuft. Ah. Oh ja. Ja. So. Okay, so, was ist das jetzt? Hier ist noch Erz. Gut, das geht. Okay. Jetzt muss ich das testen. Aha. Gut, ich muss weitersuchen. Ich brauche mehr. Okay, dann suchen wir mal weiter. Wir bringen aber erstmal hier die Hütte zum Laufen. Machen wir ein bisschen Licht hier. Sammel den keine Ahnung, was die heißt. 6 Stück sollen wir zum Suchen, okay. Oh shit. Das ist nicht gut. Oh ja. Yeah. Okay, es ist über Licht wenigstens. Das ist schon mal sehr gut. Ja, sehr schön. Das Wasser sinkt. Ich muss dieses blöde Erz sammeln. Dann mache ich, dass ich hier wegkomme. Boah, Alter, diese Viecher, das ist so ekelhaft manchmal. Wirklich, Alter. Oh, manchmal kriege ich wirklich Schweißausbrecher. Da müssen wir jetzt lang. Da lang. Hier ist die Kiste. Jetzt? Was soll dieses Merzinova finden? Okay. Okay, mal sehen, wie reif es ist. Okay. Schon fast genug. Alter, Alter, wirklich ist das ein Scheiß, was wir hier machen. Aber ja. So ist es. So, hier hinten ist irgendwie auch noch Merzinova. Oh, wow. Oh, da hinten. Da. Jetzt haben wir schon mal 4 von 6, glaube ich. Oder sind das schon 5 von 6? Okay, testen wir das. Komm schon. Ja. Okay. Das reicht. Okay, ich brauche noch 1 oder 2 Proben. Okay, hier ist Geräusch mehr. Dann. Wollen wir mal hier lang gehen. Freigelaufen wollen oder was? Hier ist wohl nichts mehr, okay. Da hinten wird mir auch die ganze Zeit was angezeigt, weil ich. Ja doch, Tatsache, da hinten irgendwie noch. Hier muss irgendwie noch mehr Merzinova geben. Hier haben wir. 4? Hier war noch irgendwas mit Merzinova. Aber wo? Ach, da. Da. Ja, rein genug. So, okay. Gut, und dann suchen wir noch einmal dieses komische Zeug da, was da hinten ist. Wieder hier lang.
Doch, jetzt schon wahrscheinlich dran vorbeigelaufen, so wie das ausschaut. So, hier, das haben wir, das Martinova. Bestimmt irgendwo hier hinten doch, oder? Oh, Tatsache nicht. Also hier geht's hoch. Jetzt nach hoch. Können wir nach hoch? Hier oben vielleicht Merzenober? Auch mal so Sachen zum Hüten sind hier oben, aber nicht von dieses Merzenober. Weil das haben wir ja hier schon. Hier hinten vielleicht? Nee. Auch noch mehr. Also eine so eine Merzenober-Probe brauchen wir noch. Aber wo? Who is it? Who is it? Jetzt sind wir wieder raus aus dem Kreis. Muss schon irgendwie hier sein. So. Nur das Problem ist, hier haben wir eine Probe genommen. Hier wäre noch was. Aha, da ist es auch. Gut. Noch eine letzte Probe. Und Test. Was zum Fick ist ein Merzenober? Das reicht. Okay. Dann kommen sie aus der Mine. In die Richtung. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Ein Aufzugsschacht. Oh, verdammt. Wo der wohl hinführt. Gut, finden wir es raus. Okay, wollen wir mal sehen. Werden wir mal sehen. So. Aber wir sind jetzt wieder oben heile. Was ist da oben? Hä? Ein Tunnel. Der wurde wohl schon vor langer Zeit stillgelegt. Okay. Oben ist noch ein Tunnel. Wenn du mir das Gelumpe. Lieutenant Weaver, hier ist St. John. Ich habe den Zinnober, den Sie wollen. St. John, gut, gut. Ich bin fast so weit. Oh, Moment. Kann ich helfen, Lieutenant? Weaver, mein Isopropylalkohol ist alle. Hast du noch was? Ja, ich habe noch eine Flasche Wodka. Komm doch vorbei. Du gibst ja nie auf, oder? Lass dich mal wieder blicken. Leck mich! St. John, ja, tut mir leid. Jedenfalls, ja, bring das Erz so schnell wie möglich her. Ich habe noch mehr Aufträge für dich. Viva Ende! Ah ja, na, da macht sich jemand an unsere Frau ran. Gut, dann würde ich sagen, dann bringen wir das Merzenova, oder das Gelumpa heißt, da jetzt zurück. Zu denen und da hat er noch mehr Aufträge für mich. Genau, bringen wir es noch schnell zurück und dann sehen wir uns gleich wieder. So, angekommen. Mach die Buchse noch. Sehr nice. Sehr nice. Deacon St. John und Captain Curry. St. John und Curry kommen. St. John, ich sprach gerade mit dem Colonel. Er teilt sie der Forschungsabteilung zu. Captain, Forschungsabteilung, ja, so kann man es wohl nennen. Ich helfe Lieutenant Weaver und Lieutenant Whittaker. Gut, Sie können jede Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich helfen kann. Ich bin eher der Botenjunge für Sie und deshalb wollte ich Sie auch sprechen. Lieutenant Whittaker hat per Anforderungsschein Hefe bestellt. Hefe? Einen Moment. Unsere Patrouillen sind in der ganzen Region unterwegs. Wenn Sie auf etwas potenziell Wertvolles stoßen, verzeichnen Sie es. Ja, hier. Hefe und andere Backzutaten wurden in der Küche des Crater Lake Besucherzentrums gesehen. Kennen Sie das? Ja, das finde ich. Viel Glück, Corporal. Curry Ende. Okay, gut, dann haben wir auch gleich die nächste Mission. Und wir arbeiten jetzt auch für unsere Frau schon mal ganz gut. Dann haben wir ein bisschen mehr Nähe jetzt. Gut, wir geben das erstmal ab. Lieutenant. So, nee, komische Vogel. Lass den Scheiß vor der Tür. Nein, 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 nein. Ich meine den Armeescheiß. Oh. Okay, ja. Ich glaube, das wollten Sie haben. Okay. Ja. Ja, das ist toll. Hey, warte mal eine Sekunde. Hier. Styropor. Ja, du weißt schon, sowas wie Styroporbecher, Verpackung, so ein Scheiß. Ja, kapiert. Hey, Mann. Sag mal, wie lief's denn? Mit der Hexe von Wizard Island? Sie meinen Lieutenant Whittaker? Mann, du solltest den Scheiß doch vor der Tür lassen. Das wäre alles, Corporal. Das wäre alles.
Okidoki, lass den Scheiß vor der Tür. 49%. Okay. Wizard Island 550 Vertrauenspunkte. Okay, ein guter Soldat 44%. Okay, ich weiß, es ist seltsam. Sorge, Hilfe. Okay, gut. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Vertrauen erhöht. Wizard Island Stufe 1. Sehr schön. Ja, und damit würde ich sagen, war es das auch von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, ganz gerne wissen, dass ihr mit dem Däumchen nach oben, weil wir uns natürlich sehr freuen, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Videos mehr von, ja, uns zu verpassen. Oder Livestreams. Ja, ich bin raus, euer Schulz von den Jenkos. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.